Wölfe sind nicht so gefährlich, wie uns der Mythos vermittelt. Wir sind nämlich nicht in ihrem Beuteschema. Wilde Wölfe sind hübsch, elegant, mächtig, faszinierend, für Menschen nicht gefährlich, stark. In der Dämmerung oder nachts unterwegs? Man sollte Wölfe nicht füttern. Man sollte keine Angst vor Wölfen haben, man sollte sie bloß respektieren. Fleisch- und Pflanzenfresser. Wieso ist der Wolf nach Deutschland zurückgekehrt? Das ist eigentlich eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil er neue Territorien gesucht hat, weil das, was er bis jetzt besiedelt hat, auch voll besiedelt war von Wölfen. Und er einfach nach neuen Lebensräumen gesucht hat und festgestellt hat, dass Deutschland auch passende Lebensräume für ihn hat. Anmutig. Majestätisch. Einzigartig. Lebewesen wie wir. Raubtiere. Das Konfliktpotenzial erstreckt sich ja über die Landwirte, dann natürlich auch die Bürger. Das ist schon so. Es gibt auch ein paar Jäger, die sagen, sie können schwieriger zur Jagd gehen. Es wird schwieriger, Tiere zu erlegen. Das wird es, glaube ich, eine Zeit lang immer noch auf jeden Fall geben. Ich bin schon dafür, es gibt im Moment so einen Lösungsansatz, dass man versucht, die Wölfe zu schießen, die sozusagen auffällig werden. Also Wölfe, die sich regelmäßig in der Nähe von Siedlungen aufhalten oder die jetzt schon 2-3 Mal in irgendeinem Schafgatter waren. Dafür bin ich schon, weil das die Akzeptanz in der Bevölkerung erhält. Das müsste möglich sein, dass man diese Wölfe dann schießt. Ansonsten ist das, glaube ich, eine Sache, die der Mensch aushalten muss. Also der Wolf gehört zu unserer Natur und unserem Ökosystem und zu unserer Erde dazu, wie wir eben auch. Und da hat jeder seinen Platz. Aber er war ja für 150 Jahre oder so in Deutschland nicht mehr da. Genau, ja, aber das war ja, welchen Grund hatte das? Das waren die Menschen. Ne? Ja. Die Menschen alleine haben ihn sozusagen ausgerottet. Und im Moment zeigt es einfach, und das war eine Zeit, wo Nahrungskonkurrenz ein großes Thema war. Der Mensch hat sich fast ausschließlich von Jagd ernährt. Also alle, die nicht wohlhabend waren, mussten zur Jagd gehen, sich zu ernähren oder haben zu Hause das Schwein und die 3 Kühe. Und das war ein extremer Nahrungskonkurrent. Das war wirklich, wirklich für die Menschen essentiell wichtig, dass sie ihre Tiere groß kriegen und auch vernünftig noch im Wald sich Fleisch organisieren konnten. Das war eine andere Zeit und da ist er eben ausgerottet worden. Genau, deshalb ist es, glaube ich, trotzdem heute berechtigt, dass er mit dazugehört. Und da müssen wir eben ein kluges Management betreiben, dass das nebeneinander funktioniert. Weil wir haben heute andere Zeiten, diese Not ist nicht mehr so groß. Was würde passieren, wenn man einen Wolf erschießen würde? Der Wolf ist in Deutschland nicht im Jagdrecht verankert, das ist im Moment eine Straftat. Okay, und wie wird das gehandelt? Also mit Gefängnis oder Geldstrafe? Mit einer ganz hohen Geldstrafe mindestens. Gefängnis, glaube ich, kann man sich freikaufen sozusagen. Und halt Jagdscheinverlust und alles, was man vorher hatte. Das ist eine ganz, ganz dolle und hohe Straftat. Geben Sie manchen Wölfen Namen? Nein, wir geben Wölfen keine Namen. Weil wir versuchen eben eine Vermenschlichung dieser Tiere zu verhindern. Wir geben den Wölfen, die wir aber genetisch nachweisen können, also wo wir eine genetische Identifizierung vornehmen können, denen geben wir einen Code, mit dem wir eben auch diese Tiere in Raum und Zeit nachverfolgen können. Wäre es aus biologischer Sicht bzw. für das Ökosystem sinnvoller, den Wolf zu schießen oder nicht? Aus ökologischer Sicht würde es wenig Sinn machen, weil der Wolf eben nur mal ein Teil dieses Ökosystems ist. Der Wolf hat eine wichtige Funktion, wie auch alle anderen Tierarten in diesem Ökosystem. Welche Lebewesen werden am meisten von den Wölfen getötet? Am meisten werden Rehe vom Wolf erbeutet, gefolgt dann von Wildschweinen. Und dann dem Dammwild, Rotwild, Muffelwild auch noch. Welche Vorfälle gab es in Ihrem Gebiet schon? Bei uns tatsächlich noch keine. Also es waren immer mal Jäger da und auch Spaziergänger und auch andere Försterkollegen, die einen Wolf gesehen haben. Aber wir hatten noch nie einen Vorfall, der irgendwie einen Konflikt ausgelöst hat. Keine Ahnung. Ich habe in dem Projekt gelernt, dass der Wolf wichtig für unser Ökosystem ist.